Vielen Dank. Danke für die Einladung. Ich wurde gebeten, Ihnen von meinen Erfahrungen als Krisenmanager, als Grippebeauftragter für Belgien und Aspekte der Kommunikation zu beleuchten. Das sind einige meiner Interessenkonflikte der letzten 20 Jahre, denke ich. Das hat alles damit angefangen, also eigentlich im Jahr 2006, als ich ernannt wurde. Das ist ein unbezahltes Hobby, also es ist kein Beruf oder eine Fektion, was auch immer. Es ist wirklich ein Hobby, das Grippekommissar-Ding. Im April 2009, das war, als die WHO sagte, okay, es wird eine Pandemie geben. Und das war es, als es richtig losging. Und dann hat man eine Chance, es richtig zu machen. Der erste Tag ist so wichtig. Am ersten Tag beginnt man die Kommunikation mit der Presse, mit den Leuten, und man muss es richtig machen. Ich meine, man muss es richtig machen. Eine Stimme, eine Botschaft. In Belgien hat man sich dafür entschieden, einen Nicht-Politiker zu ernennen, um das zu tun. Ich meine, ich habe keine Parteizugehörigkeit und das macht die Dinge ein bisschen einfacher, zumindest zu dieser Zeit, weil man nicht angegriffen wird, politisch, Mehrheit, Minderheit, das kommt nicht ins Spiel und das war ein großer Vorteil. Der zweite Vorteil ist, dass man in Brüssel den komplett naiven Kerl spielen kann und viel mehr erreichen kann, als man es sonst tun könnte. Also eine Stimme, eine Botschaft, das ist der Ton, den man am ersten Tag vorgibt und da muss man transparent bleiben. Mein Titel ist der internationale Beauftragte für die Grippe-Pandemie-Bereitschaftsplanung. Das ist natürlich zu lang. Daraus wurde der Grippebeauftragte und das war viel, viel einfacher. Man muss am ersten Tag oder in den ersten Tagen omnipräsent sein, sodass man die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zieht. Ja, du machst eine Vereinbarung mit ihnen, dass du ihnen alles erzählst, wenn sie dich anrufen, nimmst den Hörer ab. Wenn sie das mit den Medien tun, dann können sie von diesen frühen Tagen profitieren. Du kannst den gesamten Bereich abdecken und die Medien suchen nicht nach alternativen Stimmen. Macht es viele Dinge einfacher. Und dann vermitteln sie die Botschaft, dass unser Land für eine Pandemie bereit ist. Das ist sicher eine grobe Überschätzung, aber es ist entscheidend, um gut in die Pandemie starten zu können. Zuallererst, was steckt in dem Namen, wenn man von Pandemie spricht? Das ist ziemlich wichtig. Die Leute sprechen von der Schweinegrippe, Pandemic H1N1-09-Virus, die neue Influenza A, 2009-AH101-Grippe. Irgendwann nannte man es die nordamerikanische Grippe, das neuartige Grippevirus. Das war viel zu schwierig, also nannten wir es die mexikanische Grippe. Ja. Das brachte mich in große Schwierigkeiten mit der damaligen Botschafterin von Mexiko. Sie war wütend. Danach wurden wir gute Freunde. Ich werde immer noch jedes Jahr zu ihrem Neujahrsempfang eingeladen. Aber die Leute machen sich darüber lustig und okay, das ist wahrscheinlich unvermeidlich, aber die Tatsache, einen klaren, wiedererkennbaren Namen zu haben, der für die Laien leicht zu verstehen und zu benutzen war, ist eigentlich ziemlich wichtig. Es hat auch funktioniert. Das sind die belgischen Worte des Jahres 2009. Defriending auf Facebook wurde die Nummer 1. Zu meiner großen Enttäuschung war mexikanische Grippe die Nummer 2 und Grippekommissar war die Nummer 6. Der Begriff funktioniert also und das macht die Sache viel, viel einfacher. Die ersten Wochen sind leicht, wenn man keine Opposition hat, denn dann braucht jeder Nachrichten und sie kommen zu dir für neue Nachrichten. Du kannst eine ganze Menge neutraler Informationen bringen und die werden so wiedergegeben, wie du sie bringst. Und das kann man nur in den ersten paar Wochen oder Monaten. Eines der Probleme, die wir haben oder die wir hatten, ist, dass wir kein Medienbudget hatten. Das waren also 0 Euro, die wir ausgeben konnten. Das bedeutet, dass man jede Möglichkeit nutzen muss, die man bekommen kann. Also es bedeutet nicht, man bestimmt, was ist, sondern man beeinflusst, was gehört wird, um deine Botschaft zu verbreiten. Und das ist etwas, was man kostenlos im Radio oder im Fernsehen tun kann. Und wenn man gute bestehende Beziehungen zu den Medien hat, kann man etwas anderes versuchen. Wir haben Folgendes gemacht. Wir haben alle Chefredakteure der verschiedenen Fernsehsender gefragt, ob sie bereit sind, kostenlos an einer Art Werbefilm teilzunehmen, für den sie selbst bezahlen würden. Und sie sagten ja. Also haben wir es gemacht. Und das war sehr gut und einflussreich. Wir waren niemals in der Lage, niemals wäre jemals in der Lage, für so etwas zu bezahlen. Aber wenn man schon vorher gute Beziehungen zu ihnen hat, dann kann man sie um einen Gefallen bitten und sie werden es vielleicht tun.
Eines der Dinge, die wir ausprobiert haben, aber das ist 10 Jahre her, war die Nutzung von Facebook und Twitter. Aber um wirklich etwas zu beeinflussen, gab es damals noch nicht genug Nutzer auf Facebook und Twitter. Wenn wir das jetzt tun würden, wäre es ein erstklassiger Kanal, um zu kommunizieren. Aber das funktioniert in beide Richtungen. Ich meine also auch die Fake News würden daher viel durch Facebook und durch Twitter verbreitet werden, viel mehr als noch vor 10 Jahren. Die Beantwortung der Frage des Tages ist wichtig, egal was die Journalisten fragen. Also richteten wir ein Callcenter ein, in dem die Leute anrufen konnten, um die für sie wichtigen Fragen zu stellen. Und wir konnten so herausfinden, was die Leute bewegt. Die Fragen der Menschen wurden mehrmals täglich geliefert. So konnte ich das in die täglichen Interviews einbauen, egal was die Presse für Fragen stellte. Der erste Peak zu der Zeit begannen wir mit 900 Anrufen pro Tag an 2 Tagen pro Woche. Die ersten Fragen waren reisebezogen. Kann ich trotzdem nach Mexiko fahren? Ich habe einen Urlaub geplant. Wie kann ich mein Geld zurückbekommen? Wenn man dieses Problem löst, indem man den Notstand ausruft, hilft man einer ganzen Reihe von Leuten und der erste Peak geht weg. Und dann musst du die Zukunft vorhersagen. Das ist schwer, denn die Zukunft ist noch nicht passiert. Die Vergangenheit vorherzusagen ist viel einfacher. Aber man muss die Zukunft vorhersagen, um die Öffentlichkeit vorzubereiten und nicht eine Übertreibung oder eine Übertreibung der Informationen in der Presse zu haben. Also sagte ich, okay, Belgien, kleines Land, wir werden auch H1N1-Fälle haben. Ja, wenn man das bringt, das ist eine Schlagzeile. Wenn dann ein paar Tage später der erste H1N1-Fall im Land eintrifft, ist es das zweite Mal, dass Sie diese Nachricht bringen müssen. Also bringen Sie es in einer gedämpften und, wie ich finde, angemessenen Art und Weise. Aber das kann man nur, wenn man die Szene dafür vorbereitet hat. Das war die zweite Welle von Fragen. Die Leute haben mehr Fragen gestellt über, was mache ich, wenn ich krank werde und so weiter. Und das gibt mir die Möglichkeit, damit zu arbeiten. Und dann muss man sagen, okay, wir werden H1N1-Opfer haben. Natürlich wäre das unvermeidlich. Ich habe das Sir Donaldsons Zitat verwendet, wo er sagte, dass in Großbritannien auf dem Höhepunkt der Epidemie bis zum Ende des Sommers 40 Menschen pro Tag sterben würden. Also bei zu dieser Zeit 62 Millionen Menschen in Großbritannien, 40 Todesfälle pro Tag. Ich habe es für Belgien ausgerechnet, das wären 7 Menschen, die sterben würden. Das ist pro Tag auf dem Höhepunkt der Epidemie. Das wäre also realistisch. Das ist in jedem Jahr realistisch, auch ohne Pandemie. Allerdings ist es wichtig, über die Todesfälle zu sprechen. Und wenn man das sagt, sagen die Leute, wow, was meinen Sie? Menschen sterben wegen der Grippe? Darüber zu sprechen war ein notwendiger Schritt, den man machen musste. Natürlich gab es ein paar Tage später den ersten H1N1-Todesfall im Land und all die Leute waren darauf vorbereitet. Denn es wurde bereits darüber gesprochen. Das war die dritte Spitze der Fragen, an der man sich mit den Auswirkungen auseinandersetzen musste. Ich bin zu einer der ersten paar Beerdigungen gegangen. Man muss sehr leise sein, hinten sitzen. Aber es zeigt, dass man sich darum kümmert. Und ich denke, das war damals sehr wichtig. Also alles in allem war damals das allgemeine Gefühl in der Bevölkerung und in der Presse, dass der belgische Ansatz vernünftig ist. In der Tat wollten wir kühl, ruhig und kollektiv sein. Unser Mantra war, und vom ersten Tag an, es ist vergleichbar, mehr oder weniger, mit einer saisonalen Grippe in Bezug auf den Ausgang. Aber wir müssen uns auf schwere Szenarien vorbereiten. Wie 1918 war die erste Welle eher mild und man konnte nicht vorhersagen, dass eine zweite Welle eine hohe Sterblichkeit mit sich bringen würde. Wir konzentrieren uns auf kostengünstige grundlegende Hygienemaßnahmen. Wir haben keine Schulschließung durchgeführt. Wir setzten Virusstatika für Hochrisikogruppen ein. Tatsächlich haben wir am Anfang Virusstatika für Leute, die krank waren, eingesetzt. Ich hatte vorsorglich Autos in den verschiedenen Provinzen und sie fuhren antivirale Medikamente zu den Patienten, wenn bei ihnen die Diagnose Grippe erkannt wurde, um den Ausbruch der Epidemie zu verzögern, zu verhindern, und das funktionierte bis zum Ende des Schuljahres. Wir kauften nur eine Impfdosis pro Person und der Impfplan sah vor, nur in den auch für eine normale Grippe Hochrisikogruppen zu impfen. Und dann kam die Urlaubszeit und das ist kommunikationstechnisch eine sehr gefährliche Zeit. Es ist eine gefährliche Zeit, weil die weniger geschulten Journalisten am Ruder sind
und man die seltsamsten Fragen bekommt. Redaktionen sind unterbesetzt, sodass mehr Beiträge aus anderen Ländern kommen und verunreinigen ihre Nachricht. Das war ein Bild, das mein Vater vom Urlaub mit den Enkelkindern gemacht hat, und ich war nicht der sozialste Typ, muss ich zugeben. Mein Sohn wurde 2 Wochen vor der Pandemie geboren, 2 Wochen bevor die Pandemie ausbrach, also das war kein gutes Timing. Und dann kommt unweigerlich die Zeit, dass sie über sie reden. Der Grippebeauftragte ist wirklich ein toller Typ. Und dann bekommen die Wohlfühlartikel über, ja, wie er so ist und welche Musik er mag. Bilder von meinem ersten Labor, als ich 13 Jahre alt war. Und das alles ist gut. Aber wenn die Journalisten das tun, schärfen sie auch gleichzeitig die Zeit der Äxte. Ihr persönliches Leben wird ein bisschen beeinträchtigt, und dann kommen sie zu dir nach Hause und sie müssen wirklich einschränken. Sie müssen das wirklich einschränken, denn wenn man das nicht einschränkt, dann hat man kein Leben mehr. Und dann wird in allem, was man gesagt hat, über die Pandemie, über sich selbst, nach Fehlern und kontroversen Aussagen gesucht. Und es wurde etwas gefunden. Ich hatte mich bezüglich der Vergütung der Mediziner, für die die Massenimpfung durchführten, geäußert und gesagt, wie viel Geld sie erhalten würden. Und das war natürlich viel zu wenig. Man forderte, dass ich gefeuert würde. Das kann man natürlich ganz einfach lösen. Ich sagte, okay, ihr wollt, dass ich gefeuert werde. Ich würde gerne im Lotto gewinnen. Die Chancen, dass eines von beiden passiert, ist ziemlich gering. Und es ging vorbei. Dann kommt die Phase, wo die Leute viel kritischer sind. Das erste war, die Regierung tut nicht genug, der H1N1-Impfstoff wird zu spät kommen und es wird nicht genug Impfstoff geben, besorgen Sie ihn, solange Sie noch können. Es wurde eine Stimmung geschaffen, in der es also hieß, nicht genug Impfstoff. Ich musste also an diesem Punkt sagen, okay, ich werde der Letzte sein, der geimpft wird. Ich meine, ihr könnt alle vor mir reingehen. Später habe ich diese Aussage bereut. Diese Impfkampagne bekam eine riesige Anzahl von Fragen. Das war eigentlich das Schwierige, die Impfkampagne, denn die Leute hatten viele Fragen dazu. Also muss man ihnen zeigen, dass genug Impfstoff zur Verfügung steht. Man musste durch die Lager gehen und den Menschen zeigen, dass genug Impfstoff da ist, um Beruhigung in die Sache zu bringen. Und da musste man auswählen, wer zuerst geimpft werden soll. Naja, Frauen und Kinder zuerst, was auch immer. Ich meine, Risikogruppen, die waren wichtig. Und dann, ich missbrauchte die Tatsache mit der Wichtigkeit der Risikogruppen. Denn die belgischen Top-Fußballvereine hatten sich unangemessen und gegen allen Absprachen geimpft, und sie machten ihre Fußballspieler zu vorrangig zu Impfenden. Also sagte ich, ich kann das verwenden. Denn wenn die Bevölkerung wirklich glaubt, dass dieser Impfstoff so wünschenswert ist, dass sogar diese Top-Fußballspieler unehrlich sein würden, um ihren Impfstoff zu bekommen, sagte, okay, ich kann damit spielen. Also habe ich einen großen Wirbel drum gemacht. Es wurde gesagt, er ist wahnsinnig geworden. Aber es hat funktioniert. Diese Impfkampagnen liefen wirklich sehr gut in ein paar Wochen. Jeder konnte geimpft werden. Und das ist immer noch ein ziemlich relevanter Teil des Panels. Es funktionierte gut in Flandern. Also wissen Sie, Belgien ist ein kompliziertes Land. Und das ist die Durchimpfungsrate. Und man konnte sehen, dass es dort sehr gut funktionierte. Ich habe sehr viele Interviews auf Französisch gemacht, mehr als auf Niederländisch. Im flämischen Teil des Landes hören wir die flämischen Medien. Im französischsprachigen Teil des Landes hören Sie oder sehen Sie ebenso oft das französische Fernsehen, wo alle möglichen anderen Nachrichten und Botschaften rüberkommen. Das hat wirklich die Impfkampagne behindert. Und dann sagten die Leute natürlich, okay, der Impfstoff ist unsicher. Und dann kam der Schweinegrippeschwindel und der Impfstoff könnte sie töten. Sage Nein zu dem Impfstoff. Diese Stimmung begann. Und dann, nach der Krise, war jeder schlau.
Und dessen muss man sich von Anfang an klar sein und das akzeptieren. Oh, und dann war die Gesamtaussage, nein, die Regierung hat so viel getan. Natürlich, weil die Zahlen für manche Leute enttäuschend waren. Und dann werden alle diese Bücher geschrieben und jeder benutzt die ganzen Daten und vergisst, dass man die Entscheidung basierend auf einem Bruchteil der Daten, die verfügbar waren, oder die später verfügbar waren, getroffen hat. Und dann wurde es zu einem Betrug. Leute machten wirklich Geld damit. Und ich denke, der Europarat spielte dabei eine sehr schlechte Rolle. Das ist Wolfgang Wodak und ich möchte eigentlich, dass er sich schämt, weil er im Europarat einen Antrag für eine Empfehlung stellte mit dem Titel Fake-Pandemien sind eine Bedrohung für die Gesundheit. Im Grunde genommen haben sie gesagt, dass alle diese Virologen, Vakzinologen das Geld in die eigene Tasche bekommen haben und dass sie unehrliche Leute sind. Es ist einfach zu behaupten. Wenn man nach H1N1 googelt, gab es natürlich einen Höhepunkt im Oktober und November. Zu dieser Zeit hat man nichts von Wodak gehört. Wenn man Wodak googelt, sieht man, dass er schön nach dem Ende der Pandemie anfängt. Die Leute werden sehr mutig am Ende der Pandemie. Ich denke, das ist nicht gut. Ich habe noch 51 Sekunden. Ich würde tatsächlich gerne eine Warnung aussprechen. Das fing alles im April 2009 an. Viele Jahre sind vergangen. Genau genommen 3560 Tage sind es heute, 508 Wochen und fast 10 Jahre. Das hat Auswirkungen. Leute vergessen einiges über Pandemien. Wenn man nach Influenza und Pandemien in PubMed sucht, werden dort Themeninteressen dargestellt. Bis 2003, 2004 gab es nicht viel Interesse. Dann kam H5N1 und ein gewisses Interesse wurde geweckt. Und das, was seitdem passiert ist, also wissenschaftlich, ging das Interesse runter. Auch die Führung änderte sich. Und das war eine gute Übung für eine große Pandemie. Dem stimme ich zu. Aber wenn wir uns weiter von 2009 wegbewegen, geht diese Erfahrung verloren. Zu dieser Zeit damals leitete Margaret Chan die WHO, Tom Frieden die CDC und Susan Jacob die ECDC. Nun, wir sind jetzt ein, zwei Direktoren weiter und diese Erfahrung aus dem Jahr 2009, natürlich haben sie andere Erfahrungen gemacht, aber diese von 2009 ist nicht mehr da. Das gleiche gilt für die politische Führung. Damals waren Obama, Brown, Sarkozy und in Belgien Van Rompuy noch an der Spitze. In manchen Ländern sind wir jetzt zwei oder drei politische Führer weiter und vieles von dem, was 2009 gelernt wurde, wurde sozusagen wieder verlernt und musste neu erfunden werden. Nun gibt es noch Angela Merkel. Ein Applaus an ihr Haus. Sie sind der wichtigste Staat und wir können uns immer auf sie verlassen. Also wir sind bereit für die nächste Pandemie. Ich glaube nicht, dass wir das sind. Aber ich würde sagen, dass Pandemien wie eine Schachtel Pralinen sind. Und dann möchte ich die Worte des Philosophen Forrest Gump zitieren. Man weiß nie, was man bekommt. Ja, danke. Okay, Mark, vielen Dank. Irgendwelche Kommentare oder Fragen? Kieran Walsh ist mein Name. Ich bin ein klinischer Direktor beim britischen Medical Journal. Was sich seit 2009 geändert hat, ist, dass wir in einer Ära der Fake News und der sozialen Medien leben. Wie werden diese Botschaften heute vermittelt? Es ist beängstigend. Ich habe wirklich Angst davor, denn das gab es 2009 noch nicht. Die Leute würden immer noch deine Autorität respektieren, weil du etwas gelernt hast oder durch deine Berufserfahrung. Aber das ist vergangen. Heute hat jeder einen Abschluss an der Universität von Google und der Respekt vor dem Wissen ist weg. Denn warum sollte man fremdes Wissen brauchen, wenn man Wissen erschaffen kann, indem man ein paar Schlüsselwörter in Google eingibt und selbst erhält? Das ist extrem gefährlich. Auch das Niveau der Politiker, das wir haben. Ich meine, wenn ich diese Bilder zeige, wissen Sie, bis auf vielleicht ein paar Ausnahmen, werden Sie vielleicht zurück wollen. Also, es ist anders. Wenn ich mir die USA und auch Italien ansehe, die Anti-Impf-Stimmung ist gewachsen und sie wächst auch auf der politischen Ebene. Das ist sehr beunruhigend, ja. Okay, noch irgendwelche Fragen? Ja? Laut rufen. Um,
Das ist in gewissem Maß auch 2009 versucht worden, als Barack Obama geimpft wurde. Wir machen das jedes Jahr im Krankenhaus. Im Krankenhaus, wenn der Direktor und der stellvertretende Direktor in ihrer Unterwäsche geimpft werden. Das hat einen großen Einfluss auf die Influencer. Aber sie, nun, man braucht die richtigen Influencer. Was ist mit den falschen, wie den Kardashians? Naja, wenn sie die richtigen Dinge tun, dann sind sie vielleicht nicht die falschen. Aber ich denke, sie sind unberechenbar. Sie kommen, sie sind unberechenbar. Was ist mit den Emmys? Mit den Emmys. Der Emmy-Verleihung. Das war nicht unbedingt. Ich denke, sie haben es gut gemeint. Ich denke nicht, dass die Emmy-Verleihung nicht unbedingt der richtige Rahmen ist, um Impfungen zu machen. Aber ich denke, sie haben es gut gemeint. Ich habe das Filmmaterial gesehen. Irgendwelche anderen Fragen? Jeb Caroline Brown, WHO Regionalbüro für Europa. Marc, Ihre Präsentation gefällt mir sehr und ich habe sie schon einmal gesehen und sie ist immer noch unterhaltsam. Es ist nur unterhaltsam, wenn man es zum ersten Mal sieht. Okay, nein, es ist immer noch. Aber okay, also in Belgien nannte man Mainz die mexikanische Grippe, wie in vielen Ländern. Es ist ein guter Name, aber sicherlich aus Sicht der WHO. Wir versuchen ihn zu vermeiden, um die Länder nicht zu verärgern. Aber ich denke, das ist ein wichtiger Teil der Vorsorge. Wir sollten auf die nächste Pandemie vorbereitet sein und wie wir sie nennen werden, dass wir sie alle gleich nennen können. Nun, wir reden immer noch über die spanische Grippe, die Hongkong-Grippe, die asiatische Grippe. Und ich habe nie das Gefühl gehabt, dass das extrem diskriminierend zum Beispiel für die spanischen Leute gewesen wäre. Ich stimme zu und ich verstehe es. Aber die verschiedenen Namen, die wissenschaftlich verwendet worden, sind okay, um sie in wissenschaftlichen Journalen zu verwenden. Das ist in Ordnung, aber in der Kommunikation mit der Öffentlichkeit, das ging über ihren Horizont. Wenn man über H1N1 spricht, dann verliert man 90% des Publikums. Ich verstehe das, aber ich kann Ihnen versichern, dass unsere spanischen Kollegen immer noch empfindlich sind wegen 1918. Ja, es ist nicht die WHO, die den Namen festlegt. Ja, sie, aber ich verstehe die Sensibilitäten. Verstehen die Leute denn jetzt H1N1? Nun, viel mehr Menschen als noch vor ein paar Jahren, aber man sollte das nie überbewerten. Ich meine wirklich, es ist über ihren Intellekt. H1N1 ist heute saisonal, die spanische Grippe nicht. Ja, bis zu einem gewissen Grad. Also Sie haben Ihre Erfahrung mit Belgien erwähnt. Glauben Sie, dass ähnliche Erfahrungen auch in anderen europäischen oder sogar nicht-europäischen Ländern gemacht wurden? Ich denke, das könnte sein. Also in Belgien war das möglich. Nicht, weil es ein großes Land ist, sondern weil es ein kleines Land ist. Ja, wenn man eine Stimme, eine Botschaft in einem riesigen Land machen möchte, ist das sehr schwer zu erreichen, denke ich. Ich denke, es ist wichtiger und was mehr funktionierte, war die Tatsache, dass es unpolitisch war. Ich denke, das hatte mehr Einfluss. Wenn man das tut, wenn ein Karrierepolitiker das macht, wird er vom ersten Tag an von der Opposition angegriffen, deren Pflicht es ist, zu opponieren. Aber das macht das Leben sehr schwer, denke ich, für den Politiker. Vielleicht, wenn man es mit den Niederlanden vergleicht, die recht ähnlich sind, hatten wir ca. 20 Politiker. Ja, das macht es sehr schwierig. Ja, also. Okay, vielen Dank, Marc.